Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Es geht weiter. Biran und Kimari, Streit vor 10 Jahren begonnen. Junge Ronto messen Kräfte im Kampf gegeneinander. Kimari immer gegen Biran verloren, aber nie akzeptiert. Daraufhin Biran wutentbrannt Kimaris Horn gebrochen. Kimari mag nicht ertragen und Berg verlassen. Ja, wie krass denn, dieser Ronzo hat jetzt einfach mal Kimaris Lebensgeschichte erzählt. So kann's anfangen und ja, wir sind, wie ihr seht, auf dem Berge Gagaset. Die Heimat der Ronzos. Wie man merkt. Der große Kirok hat uns zwar Durchlass gewährt, aber... Haven't you bothered us enough? Summoner may pass. Guardians may pass. Kimari not pass. Kimari shame, Ronso brothers. Kimari forget his birth. Forget his people. Forget his mountain. Little Ronso. Weakling Ronso. Mountain hate the weak. Hate the small. If you will climb, then I must prove my strength. Think you will win? You not forget who took your horn. Never forget. Kimari never beat Brother Biran. Never win. This time, I win. I will win. Why, you... This some kind of Ronso thing? Kimari problem. Jo, und damit beginnt es ja schon relativ episch hier, ein Ronzo-Kampf. Biran rend you asunder! Hornless, hornless! So ein richtiges Ronzo-Gemobbe hier. Und fair ist es ja auch nicht unbedingt. Ich meine, 1 gegen 2, hallo? Aber okay, wir müssen ganz alleine gegen diese beiden ankommen. Schade, dass ich es nicht geschafft habe, Kimari irgendwie stehlen oder rauben beizubringen. Weil dann könnte er ganz wertvolle Sphero-Pässe von denen stehlen. Also das nur mal als Tipp für euch, falls ihr das auch mal spielen wollt. Aber gut, wir werden auch ohne damit auskommen. Und ja, was machen wir denn? Schauen wir mal, ob wir hier jemanden blind schlagen können. Das wäre ganz praktisch. Oh, da geht der total in den Schutz und er ist sogar immun. Also so kann ich schon mal nicht dagegen antreten. Okay, Tackle. Ja, alles klar. Gut, ich gehe mal davon aus, dass sie vom Rest auch immun sind. Bodyguard drohen, das bringt mir alleine alles gar nichts. Deswegen würde ich vorschlagen... Hast spreche ich mal auf mich. Oh, jetzt bin ich umzingelt sogar. Interessant, aber Hast wird mir definitiv helfen. So, Nassau, ja. Ronzo sind nun mal Blaumagier, generell. Sie können die Fähigkeiten der Gegner. Und jetzt kann ich auch gar nicht mehr auf den anderen drauf. Ich kann nur auf Biran. Schützt Jenke, wenn er alleine ist, dann... Mhm. Also, dann kämpfen wir gegen Biran in erster Linie. Wow, und das ist ein enormer Schaden. Ich glaube, ich muss überhaupt keine Sorgen machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so einen Schaden hier reinrotze. Ja gut, das war eben ein Crit. Das erklärt wieder einiges, aber trotzdem. Da bleibe ich mal zuversichtlich. Oh, auch er schützt ihn. Not good enough, Kimari. Jo. This is the strength of Kimari. Was für ein Ronzo-Gemoppe hier. Das wird euch noch leid tun. Ihr unterschätzt mich, glaubt's mir. Ah, jetzt blocken die sich wieder gegenseitig. Au. Aber es geht noch. Wenn ich ihn blocke, dann schützt der andere wieder den anderen Ronzo. Das ist eine miese Nummer, was die da machen. 6 hier, der ist noch relativ voll. Der hat nur noch so die Hälfte. Not good enough, Kimari. Komm, trennt euch wieder. Dann habe ich wieder leichtes Spiel. Jetzt mal wieder den anderen, aber dann schützt der den. Das ist es. Ja, natürlich clever von denen. Und er macht dann dafür einen Tackle. Aber wenn er einen Tackle macht, dann sind sie wieder alleine auf sich gestellt. Und das sollte ich jetzt für mich nutzen. Aber ich bin gleich tot, wenn ich nicht achte, mich zu heilen.
Da werde ich mir sogar mal eine... Habe ich sowas wie eine X-Potion? Ja, ich gönne mir mal eine X-Potion, weil ich alleine bin. Da lohnt sich das. Hab ja immer noch Hass, werde gleich wieder rankommen. Und das sollte... Nein! Das sollte nicht für meine Ekstase sorgen, weil ich ja Kampfgeist drin habe, stimmt. Okay, so, aber jetzt Feintech. Was wird dem nicht gefallen? Ich vermute mal auch sowas wie Nasshauch. Oder nee, er hat Elemente drin, da mache ich Kernspucken. Hat der gerade so einen Elementblocker? Vernichten sogar, sehr gut. Dann war es nur noch einer. You will pay for this. Ja, mal sehen. Macht er noch mehr Schutz auf sich drauf, aber das ist mir sowas von egal. Jetzt hat sie es ausgeschützt hier. Kannst du hinrennen, wo du willst. Du hast keinen Bodyguard mehr. Ich mach dich fertig. Krass, wie schnell die mir ihre Feindestechniken einsetzen können. Würde ich auch gern können. Und gleich noch einen. Boah. Wie viel hat er noch? Oh. Der hält noch ein bisschen. Jo. Eine Frage der Zeit. Flammen. Du machst mir zu wenig Schaden, mein Freund. In der Vergangenheit möge Sakimari vielleicht verloren haben, aber jetzt, hier und jetzt hat er einiges dazugelernt. You win. Yo, schönes Sphäroiden bekommen. Strong is Kimari. Biron is happy. Sacred Mount Gagazet. I honor the name of strong warrior who defeats Biron. Remember always, Gagazet. That name is Kimari. Mountain knows Kimari strong. Kimari may pass. Summoner, we Ronso will stop pursuers from temple. Truly? Penance for breaking Kimari's horn long ago. We crush enemies following behind. Kimari crushed enemies standing before. You are most fortunate, summoner. I thank you. Ronso will shine your statue brightest. Thank you. But I fear that no one will make a statue for a traitor such as I am. Then Ronso will make. With Grand Horn on head. That would be wonderful. I wanted to see Yuna's statue too, but I wanted to see it with Yuna by my side. Ja, war doch eigentlich eine schöne Sache. Also, so aufmüffig, wie sie auch immer waren bisher, so haben sie jetzt doch immerhin Würde gezeigt und den nötigen Respekt. Also, sie waren gute Verlierer, kann man sagen. Biron und Yenge, ehrenhafte Ronso, Niederlage nicht übelnehmend. Respekt empfinden für Kimari, der mit eigener Kraft gesiegt hat. Ja, genau meine Worte. Also, Hut ab. Das war doch eine schöne Sache, das lohnt sich auch zu speichern, finde ich. Und jetzt trauen wir uns aber so richtig auf den Berg Gagazet. So, schöner Kampf gehabt. Und jetzt geht's richtig los hier. Ein großes Gebiet erwartet uns, so viel verrate ich schon mal. Werden wir heute auch garantiert nicht am Stück schaffen. Ja, los geht's. Der Berg. Hier kann man ein bisschen hoch.
Aber ja, das bringt mir sogar was. Hier ist eine Truhe. 20.000 Gil einfach mal so bekommen. Schick, schick. Summoner Yuna! What is it this time? E-A-U-E. No bone. No. Re-en-me-li. Yo-tru-yo-go. Ha-sa-te. Ja, schöne Hymne, kann man schon fast sagen. Auch die Ronzo halten daran fest. Mit sehr viel Würde und Respekt dürfen wir den Heiligen Berg nun betreten und deren Gegner töten. Natürlich gibt es hier ganz neue Gegner. Eis erfüllt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Neue Bomber, 7-5, nicht ohne. Ich probiere erstmal den Fliegen-Typ wieder zu treffen. Natürlich kann ich das nicht, aber Walker wird's können. Und killen. Sehr schön. So, ja, okay. 2-3. Ich denke, das könnten wir mit physischen Angriff hinbekommen. Innerhalb von 3 Kampfrunden. Vor allem, wenn Au noch drauf kloppt. Probieren wir es doch mal klar. Und. Ja, warum dachte ich mir sowas in der Art schon? Ah, schön. So, dann mal ein bisschen rauben hier. Okay. Dann noch Yuna. Der wohl momentan nicht viel zu tun hat. So, und zu guter Letzt Lulu. Aber gegen was sind die anfällig, frage ich mich gerade. Ihre Farbe verrät es mir gar nicht so sehr. Ah, ich kann nachgucken. Eis. Feuer. Nee, Moment. Moment. Kontert mit explodieren. 1,5-facher Schaden auf Eis, oder? Heißt das doch? Oder heißt es absorbieren? Ah, oh, ich bin gerade total unschlüssig. Ich mach mal einen ganz billigen. Ach nee, hier ist doch Eis. Also ich mach mal einen billigen Feuerzauber. Ich denke, Feuer wird wie tun. Nein, es ist tatsächlich Eis. Da habe ich die Location falsch eingeschätzt. Obwohl es eisig ist, brauchen die Eis, um Schaden zu bekommen. Alles klar. Nicht schlimm. Auron wird es jetzt eh wieder klären, wie ich ihn kenne. Mensch, was machen die hier nur? Wenn sie Eis nicht mögen, warum sind sie dann hier? Aber egal. No time to waste. Let's go. Gut. Dann geht's weiter. So, was haben wir denn da? Wir werden es erst nach diesem Kampf erreichen. Maschinen, yay! Na gut, komm. Hau mal weg, die Mistviecher da. Oh, die halten einiges aus, wie man merkt. Soll mir recht sein. Kimari. So, erste Maschine down. Yo, Auron, du hast es echt drauf. Ich merke das schon. So, dann müssen wir schon wieder Yuna holen, weil Walker könnte das Ganze ja versteinern mit einem Schlag. So. Autsch. Walker. Wusste es doch.
Okay. Ach, ich muss immer noch Bahamut trainieren, also auf seine Ekstase. Hab ich ganz vergessen. So, jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. These mark the graves of summoners and guardians who failed. Ja, nicht viele schaffen diesen Weg. Ja, es ist ja auch wirklich eisig und schwer. Und er wird noch schwerer, so viel verrate ich schon mal. Jo, euch lasse ich jetzt zum letzten Mal drin. Denn man kennt euch schon. So, diesmal habe ich den getroffen, sehr schön. So, da kannst du ruhig wachsen. Du wirst gleich Bekanntschaft mit Bahamut machen, so viel kann ich schon mal versprechen. Okay, vielleicht nicht du, aber daneben dran. So, der explodiert gleich, da fehlt nicht mal viel. Da greif mal den an, der ist noch so klein. Wusch. Hätte ja klappen können mit dem Tod. Aber nö, noch nicht. Auron, mach mal den Ei kaputt. This ends now. Ja, souverän. Fehlt ja nur noch Riku, wenn ich mich nicht irre. Okay, Hitzestein. Da wächst er wieder vor sich hin. Aber jetzt holen wir Luna. Denn im letzten Endgegnerkampf haben wir Bahamut so richtig ausgenutzt. Und das wollen wir eventuell das nächste Mal wieder tun können. Mit seiner hammerkrassen Ekstase. Die im fünfstelligen Bereich Schaden machen kann. So. Da bauscht es sich auf. Das Tier. Das Drachentier. Der König der Lüfte, der König der Bestias. Bahamut. So, dann hau mal raus, egal was du vorhast hier. Komm. Ich brauch Schaden. Feurer, okay. Boah, das zieht, aber es könnte noch ein bisschen mehr ziehen. Komm. Ärgere den Meister. Wer kann denn den Feurer? Noch zweimal und wir dürften voll sein. Na komm. Ich will's auf die harte Tour. Komm. Ja, da fehlt noch ein Stück. Ich habe keine Weißmagie, ne? Ne, das müssen wir jetzt. Ups, harte Tour wollte ich nicht. Na egal, ich glaube, ich komme eh nochmal dran, ne? Na, jetzt natürlich nicht. Aber sanfte Tür. Ne, sanfte Tür findet überhaupt nichts auf. Wie blöde. Komm schon. Das letzte Fitzel jetzt. Mit einem Schlag Hammers. Jetzt komm schon, oder ich hau ihn zu breit, dann. Das gibt ja auch auf. Ja, jetzt bin ich voll. Jetzt bin ich voll. Jetzt. Nein, explodieren. Wenn jetzt Bahamut stirbt, wird das äußerst. Oh, Gott sei Dank. Nichts passiert. Alles cool. Da hatte ich echt nur mal Glück. Und weiter geht's. Die Bestias sind wieder vollgeladen. Wie es gehört. Ein sehr linearer Weg hier bei Gagaset und yo, die schneide ich jetzt aber raus. Yo, weiter geht's. Mitten auf dem Berg hier. Hier oben ist nichts. Ja, bis auf den Gegner natürlich. Neue Gegner, die lassen wir natürlich drin. Beziehungsweise, ja, vom Skin her kennt man sie natürlich, aber vertraut mir, die haben aufgerüstet. So, jetzt weiß ich ja besser, wir können definitiv sowas wie, mal gucken, ob Eisra reicht gegen diese Bomber. Wenn nicht, dann gibt es das nächste Mal ein Eisgar. Ich brauche ein Eisgar, alles klar. Das reimt sich. Aber gut, ich werde den trotzdem klein kriegen, bevor er explodiert. Hoffe ich mal. Aber zuvor können wir natürlich auch mal die Blatt machen. Und die halten ja auch schon einiges aus. Wenn ich mich nicht irre, können die auch verwirren. Und das hasse ich wie die Pest. Ah, na, mal gucken. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht irre ich mich. Das wäre ja zu schön. So, erstmal heilen. Mal gucken, was die jetzt machen. Feuer ist klar. Das tut nicht so weh.
Oh gut, dann bin erstmal ich wieder dran. Alles klar. So, was haben wir denn da? Antidot. Mhm, lässt ja schon mal tief blicken. So, bei ihm würde ich sagen... Schade, kein Stein. Jetzt ist der Schaden relativ doof aufgeteilt hier überall. Ohne, dass ich was klein gekriegt habe. Das wird jetzt natürlich wehtun. Aber das kann ich auch wieder hinbiegen. Moment. Engel. Dafür ist es ja schließlich da. Die arme Rico, immer kriegt sie es ab. So, aber Juna kann das ja ratzefatz. Die kommt sogar dann nochmal ran. Auron war noch nicht. Der kann erstmal den einen da wegmachen jetzt. Das reicht. So. Dann Titus. Der braucht immer noch sein Limit. Und Walker könnte man eigentlich auch drin lassen. Ja, sehr schön. Okay, jetzt ist er verwirrt. Das mag ich ja mal gar nicht. Aber der kann auch nicht mehr viel haben jetzt. Was machst du denn? Vollhorst. Okay, wir heilen ihn mal schnell. Wenigstens ist er dann wieder bei Sinn. Haut er sich einfach selbst, wie verrückt. Unfassbar. So, und komm. Ja, genau. Ging ja nochmal gut. Aber man muss aufpassen. Leichtsinn und ein kleiner Fehler und das war's. So, ich folge natürlich dieser vermeintlichen Sackgasse und natürlich liegt da was. Braska Spheroid. Yay, wir sehen mal wieder ein Vergangenheitsfetzen von Braska, Jack und Auron. Viel Spaß. Hello, Una. I hope you are well. I wonder how old you are now that you're watching this sphere. You must be very beautiful, like your mother. I wish I could see you. Oh, by the way, Jekt and Auron send their regards. So far, our journey has been very entertaining. Of course, it is a hard journey. But I have no regrets. It is the path I have chosen. Una, when you have grown, you will have to find your own path. Do what you must do the way you want to do it. Doors will always open themselves to those who do. Listen close, Una. Your future is yours to make. Live the way you want to. Whatever way that may be, you have your father's full support. Una, I will always be with you. Ja, schöne Worte an Una von Unas Vater Braska. Sehr, sehr schön. Und weiter geht unsere Reise. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Und ein kleines Stückchen schaffen wir noch in diesem Part. Natürlich werden wir hier im nächsten Part weitermachen, aber dafür mit Gast. Das wird mal was anderes. Ja, denn der nächste Gastpart wird ein bisschen anders ablaufen wie die sonstigen Gastparts. Doch dazu morgen mehr. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Wird mal was anderes. Und können wir das wieder checken, oder? Ja. Summoners that die up here aren't sent to the far plane. Why not? Who would send them? They die alone. So that means... Many have become fiends, and they may want Una's company. Well, Una will be fine. You're right. Ja, davon gehe ich auch aus. Wir sind nämlich bestens gewappnet hier, damit so eine Tragödie nicht passiert. So, da hinten laufen wir noch rein für heute. Oh, neue Gegner, die kann ich ja drin lassen. Sehr schön. Wir wollen mal erstmal aufräumen. Ja, wie Titus seine Gegnerart nicht schafft, ne? Das ist schon ein bisschen deprimierend.
Aber na gut, die anderen können ja aushelfen. Ich glaube nicht, dass der was für mich hat, aber ich probiere es trotzdem mal mit Dragonic, wenn ich es finde. Hier. Ich glaube, der kann ganz schön gefährlich sein. Der hat so eine Allround-Attacke. Da gefällt mir das gar nicht, wenn die Werte so weit unten sind. Deswegen gleich mal Vitra sprechen, damit nicht allzu viel passiert. So. Wow. Ja, das hatte ich wohl in Erinnerung. Der kann reinhauen wie die Seuche, wenn er will. Alter, 2000. Aber gut, sowas haben wir Phoenixfedern. Nicht schlimm. Auron war noch nicht. Vielleicht kriegt er das via Blatt. Sehr gut, warum frage ich überhaupt? Ach, jetzt haben sie mir schon wieder die arme Luna gekillt. Aber gut, somit war wenigstens jeder einmal dran. Und wenn sie schon mal auf den Beinen ist, dann kann sie auch Clash Auron heilen. Der ist nämlich schon mit 2000 im gelben Bereich. Auch nicht ohne. Luna ist es noch nicht mal mit 800. Ja, das sagt natürlich alles. So. Wollen wir es mal kaputt kloppen, ne? Auron hat seine Ekstase schon, deswegen... Warum lassen wir nicht Lulu drehen? Dann können wir die nämlich auch gleich heilen. So, nämlich jetzt. Einmal Vita für Lulu, bitte. Und danach ein Vitra für Titus. Ah, die halten einiges aus. Jetzt würde ich sogar ein Vikra nehmen. Ja, doch. Ich glaube, diesmal lohnt sich ausnahmsweise ein Vikra. Premiere. Boah, über 5000, nicht schlecht. Nimm das. Wie gesagt, ich mache solche sinnlosen Angriffe eigentlich mit Absicht, damit Titus eben drankommt. Ich will seine Ekstase. Das kann nicht mehr lange dauern. So, und ich will auch noch dieses offensichtliche versteckte Item da oben. Aber nein, da kommt noch ein Gegner. Bis gleich. Yo, ich hoffe, ich nehme jetzt auf. Ja, ich denke, ich nehme auf. Und ja, das war ein relativ kurzer Kampf, weil Titus war mal ein bisschen mit seinem Konter geklärt, aufgeklärt hatte. Wir haben noch ein Sicherheitsband bekommen. Das wird jetzt nicht so der Ultra-Bringer sein. Aber hey, immerhin etwas. Und somit sind wir mal wieder am Partende. Morgen dann, wie gesagt, mal ein bisschen ein spezieller Gastpart. Freut euch drauf. In diesem Sinne, bis denne!